Na gut, wir sind da. Der Motor verrät uns auch zum Glück überhaupt nicht. Ich muss irgendwie einen Weg finden. Ja, wohin denn? Außenrum? Oben drauf? Wahrscheinlich oben drauf. Es wäre gut, mein Boot für eine schnelle Flucht hier festzumachen. Das klingt sinnvoll. Mit der Hamsterpfeife. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einen Enterhaken brauchen. Und auch wenn ich noch nicht weiß, wie, aber der... Hoch zu weit. Aber der Hamster wird uns wahrscheinlich dabei helfen. So, wir haben eine Hamsterpfeife. Fiep. Und da haben wir das Viech mitgenommen. Und der Hamster hilft uns jetzt eventuell hier. Gell? Du bist ein total gut dressierter Hamster. Nö, das wird wohl doch nicht funktionieren. Ich hätte gedacht. In solchen Spielen sind ja nicht selten mal die Tiere die Retter, ne? Wo ist eigentlich das Kind hin? Ach, warte mal. Hier, ich tausche mit dem Krokodil. Hier. Nee, das machen wir natürlich nicht. Und zwar nur deshalb, weil es nicht geht. Stellt euch mal vor, das hätte jetzt funktioniert. So, gibt's hier denn noch irgendwas? Hier können wir wohl nichts mehr mitnehmen, nichts mehr kombinieren. Hier, ich habe dir was mitgebracht, Schätzelein. Dort, wo du herkommst, nennt man diesen Ort des Teufels Dreieck. Doch Gideon hat die Inseln zu dem gemacht, was sie sind. Er ist kein Teufel. Fehlgeleitet vielleicht, doch kein Teufel. Er hat seine Fehler eingesehen und will sie wieder gut machen. Na gut, das kann man glauben oder auch nicht, wir werden sehen. Aber wirklich geholfen hatten sie damals auch nicht. Haben wir hier irgendwas Neues? Oha, hier haben wir mal wieder richtig viel Neues. Okay, okay, wir haben zwei Seiten Neues. Na gut. Diese Zeitung besagt, dass Blaubart ein paar recht tödliche Spielsachen hat, mit denen er die Insel unter Kontrolle bringen will. Doch, wir werden ja sehen. Er weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. Ich schwöre. Ich schwöre. Endlich habe ich den Motor zum Laufen gebracht. Und schon erwartet mich ein weiteres Rätsel. Gibt es auf diesen Inseln denn keine Gerechtigkeit? Ich muss herausfinden, wie die Reihen und Spalten in Beziehung stehen. Und zu allem Überfluss gibt es immer mehr dieser Kreaturen. Und sie scheinen meine Notlage amüsant zu finden. Manche Geschöpfe bleiben wohl besser unentdeckt. Einen Moment später. Gut, das Tor liegt hinter mir und ich befinde mich praktischerweise am Heck des Piratenschiffs, wo mich niemand sehen kann. Leider gibt es keine Möglichkeit, an etwas hinaufzuklettern, außer zwei großen Ankerketten, aber gut. Ich muss irgendwie einen Weg finden. Wenn ich nur eine Latte hätte, könnte ich viel klarer denken. Warum immer Latte? Das ist kein Latte. Das sind Probleme, die ich früher noch nicht hatte. Früher sagte man Milchkaffee und nicht Latte. So, kleiner Seitenschwenk auf Bodo Wartke. Wer den nicht kennt, unbedingt mal nachgucken. Spotify, YouTube gibt's überall, ist großartig. Und vor allem, warum Milchkaffee? Er ist ja gar nicht mehr schwarz und lecker. Genug zitiert. Wir lassen das jetzt. Und schauen jetzt mal ernsthaft, wie wir hier weiterkommen. Ich klicke gerade nur blöd von Bildschirm zu Bildschirm. Gut, hier sind wir schon gewesen. Wir haben einen Hamster. Was bringt uns der Hamster? So, ich klicke mal hier auf die Ziele. Wir sollen den Brief abgeben, das können wir nicht. Und wir sollen Schießpulver finden. Das haben wir auch noch nicht. Das kriegen wir ja auch erst auf dem Piratenschiff. So. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, auf das Piratenschiff zu kommen. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, an den Enterhaken zu kommen. Und da bin ich immer noch absolut überfragt. Vielleicht ja hier an dem Ende. An dem Ende ein Eimer Wasser dran machen. Dann runterschmeißen. Als Gegengewicht. Und dann kommt der Haken irgendwie hochgeschleudert. Das macht physikalisch überhaupt keinen Sinn. Aber man kann ja mal versuchen. Ich hole mir nochmal einen Tipp ab. Geht gar nicht. Ja gut, was machen wir denn jetzt, wenn es hier keine Tipps mehr gibt? Warum gibt es keine Tipps mehr? Tipps gibt es anscheinend nur für die Minispiele, unseren Krempel. Nicht für den Free-Roam-Modus, in dem wir uns hier gerade bewegen. Ja, wie kommen wir hier jetzt weiter? Wir schmeißen den Hamster da hoch. Der wird schon richten. Nein.
Wir winken mit dem Brief, damit die Leute Bescheid wissen. Nein, das machen wir auch nicht, wie es aussieht. Meine Güte, was machen wir? Hier gibt's auch nichts mehr anzuschauen. Hier gibt's auch nichts mehr anzuschauen, hier oben. Hier waren wir auch fertig, denke ich mal. Das hier haben wir uns auch angesehen. Nee, das bringt uns auch nicht weiter. Vor allem, wir haben ja auch wirklich nichts mehr im Inventar, was irgendwie... was uns irgendwie weiterbringen könnte. Menü? Nee, das wollte ich nicht. Zurück zum Spiel. Hier ist soweit auch nichts Neues. Okay. Kann ich denn vielleicht, achso, hier komme ich zurück, genau. Hier heißt es nicht zurück, sondern weiter. Wenn ich hier auf Ziele klicke, dann kann ich das hier anklicken. Piraten brauchen Schießpulver für ihre Kanonen. Erkunde diese Insel und finde das Piratenschiff. Das hilft nicht weiter. Der Zugang zum Piratenschiff könnte zu Fuß nicht möglich sein. Okay, da kriegen wir also nichts Neues. Ich denke mal, ich werde hier wohl einfach mal einen Schnitt setzen und ein bisschen rumprobieren und dann sehen wir weiter. Also gut, ich probiere jetzt noch ein bisschen hier rum und wir sehen uns dann gleich wieder. So, hallihallo Leute, ich bin wieder zurück nach unserem kleinen Schnitt. Und mir ist gerade aufgefallen, dass in diesem Bildschirm hier sehr wohl ein Tipp verfügbar ist. Ich habe noch nicht drauf geklickt, ich habe jetzt einfach die Aufnahme wieder gestartet und wir sehen uns jetzt gemeinsam an, was der Tipp uns denn wohl sagt. Ernsthaft? Ach komm schon. Oh, okay. Okay, dann war es wirklich unnötig, dass wir hier rumgeirrt sind. Ein Greifarm. Damit haben wir jetzt das Seil und damit können wir jetzt auf einem kleinen Umweg hier das Schiff entern. Wir gehen an Bord. Oh, haben wir dem den Enterhaken an den Kopf geschmissen? Ich sollte nicht hier sein, wenn er aufwacht. Das könnte der aus dem Krähennest sein. Was haben wir hier? Oh. Glas mit Grog füllen und eintreten. Grog ist immer gut. Was soll ich denn hier jetzt machen? Ah, wir haben hier wieder ein bisschen Update. Auf dem Deck stieß ich auf die Wache, die ich vom Mastkorb geholt hatte. Er war bewusstlos, doch sonst unverletzt. Es beruhigt mich zu wissen, dass ich ihn nicht umgebracht habe. Er ist gegen das Fass Schießpulver gelehnt, das ich brauche, doch wecken will ich ihn nicht. Ich muss irgendwo ein anderes Fass finden. Krawum! Wieso Krawum? Noch mehr vermaledeite Türschlösser. Dieses ist besonders bizarr. Irgendein kranker Geist hat eine kuriose Einschenkvorrichtung kreiert, mit einer übelriechenden grünen Jauche, die nur Piraten trinken würden. Ich löse das Rätsel, es muss lediglich zum Glas geleitet werden. Doch an meine Lippen kommt das Zeug nicht. Ich muss gestehen, dass diese grüne Jauche gar nicht so schlecht war. Ich konnte meiner Neugier nicht widerstehen. Ich musste feststellen, dass es erstaunlich erfrischend war. Würzig und süß, mit einer scharfen Note. Ich wette, die sitzen auf Fässern mit dem Zeug. Das würde ihre sogenannten Seebeine erklären. Hier steht viel zu viel, soweit sind wir doch noch gar nicht. Okay, was mache ich denn hier eigentlich? Ich habe wirklich keinen Durst, steht hier. Selbst wenn ich ein Seebär wäre, schütte ich das Zeug gleich ins Meer. Erstmal fresh and rhyme hier, ja. Was soll ich hier überhaupt machen jetzt? Ich kann hier nichts anklicken. Hä? Okay. Soll ich das jetzt einfach hiermit verbinden? Das Glas scheint nicht voll genug zu sein.
Das Glas muss wohl bis zum Rand gefüllt sein. Weil hier auch irgendwo ein Sensor ist, der das erkennt. Huch. Ah, okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, ich raff es gerade. Wir müssen hier wahrscheinlich alles aktivieren und dann am Ende hier auskommen. Na, das kann ja heiter werden. Ich probiere es einfach mal. Kann natürlich sein, dass ich jetzt hier kompletten Blödsinn baue. Das möchte ich nicht nur nicht ausschließen, sondern davon möchte ich sogar ganz gerne ausgehen. Wie machen wir hier jetzt weiter? Wenn ich hier unten weiterlaufe und dann hier außen rum, dann kommen wir hin. So, das sollte hinhauen. Und es füllt sich, und es füllt sich, und es füllt sich. Und es läuft. Huch. Okay, wir haben das Schießpulver. Sehr schön, Lampe können wir nicht klauen. Was ist das denn? Fliegende Untertasse, Fertigbausatz. Kein Bein ab. Krokodilheber, Hühnchengeschmack. Was zur Hölle? Okay, irgendein Entwickler hat sich hier wohl ganz gut ausgetobt. Wow. Dr. Soldberg, bist du's? Der Tintenfisch hütet die Schaufel wie seinen Saugnapf. Ein Tintenfisch? Alter, das Vieh hat Krallen. Das Grammophon ist direkt auf Herrn Tintenfisch gerichtet. Oh, das wird mit Sicherheit was zu bedeuten haben. Ist das eine Kamera? Nee, ich dachte schon. Suppe, yay. Dann kann die Apokalypse ja kommen. Ansonsten können wir ja auch nichts klauen. Nein. Nicht einmal, wenn ich verhungern würde. Was ich tue. Na gut, dann eben nicht. Gehen wir mal weiter. Oh, hey Missy. Ich klaue einfach mal die Schallplatte. Du hast mich nicht gesehen. Tschüss. LP. Jo, dann haben wir die LP mal da drauf. Lieber eine LP als eine Single. Ernsthaft, das Viech pennt jetzt. Okay, süße Träume, kleiner Tintenfisch. Oh. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Na gut, reden wir mal mit der Dame hier. Ach, das ist Delia. Ich wusste, dass wir uns nicht zum letzten Mal gesehen hatten. Ich bin überrascht. Mein Wachen entgeht sonst nichts. Vielleicht habe ich dich unterschätzt. Vielleicht ist bei dir noch nicht alles reines Glück. Bitte was, wir kennen uns. Wir können uns ja gerne mal kennenlernen, aber nein, lassen wir das. Aber die hat eine verdammt coole Uhr am Handgelenk, das muss man schon mal sagen. So, weiter geht's. Was ist das? Ein Brief von meinem Vater? Geht es ihm gut? Ich muss ihn lesen. Ja, dann mach halt. Tu dir keinen Zwang an. So, wir gucken einfach mal über die Schulter. Ja, scheiß doch aufs Postgeheimnis, Hauptsache mal gaffen. Liebste Delia, wir sind schon zu lange entzweit. Ich weiß nun, wie blind ich war und welchen Schmerz ich dir zugefügt habe. Du verdienst es, die Wahrheit über deine Mutter zu erfahren. Ich lasse Blaubart die Sphäre zerstören. Die Inseln sind zu klein für einen Schurken seines Kalibers. Sie sind für uns alle zu klein. Wenn die Sphäre zerstört ist, sind wir endlich frei. Ohne Freiheit hat ein langes Leben keinen Wert. Komm sofort zum Vulkansee. Dein Vater, Gideon. Und das P, das wir noch brauchen, um an die Rakete zu kommen. Das haben wir uns einfach mal geklaut. Hat sie nicht gemerkt. Nö, hat sie nicht gemerkt. Er ist bei überraschend klarem Verstand. Ich muss zu ihm. Ich schlage vor, solange du die Möglichkeit dazu hast, die Kanonen auszuschalten. Hä? Ich schlage vor, solange du die Möglichkeit dazu hast, die Kanonen auszuschalten? Ein Pirat ohne sein Spielzeug ist nichts weiter als ein Ärgernis. Mhm. Also, ich schlage vor, solange du die Möglichkeit dazu hast, die Kanonen auszuschalten. Man beachte die Kommata. Sie können auch manchmal wirklich, wirklich wichtig sein. So, weiter geht's. Wenn du fertig bist, triff mich am Vulkansee. Nimm die kürzeste Route. Diese Kinder haben eine Rakete gebaut, mit der du im Nu dort bist, wenn du den Mumm dazu hast. Mhm.
Das ist bestimmt eine total gute Idee. Die Kanonen also ausschalten. Was soll man denn damit machen? Wenn ich die Kanonen zerstöre, sind sie harmlos. Ne, sowas aber auch.